Hier ist der Oliver von Mobiflip und wir befinden uns gerade auf dem Samsung Mobile Unpacked Event in New York. Und vor uns ist das neu vorgestellte Samsung Galaxy S4, welches wir uns mal kurz ein bisschen anschauen werden. Hier ist das Gerät. Auf den ersten Blick hat es eine gewisse Ähnlichkeit mit dem älteren Modell, mit dem Samsung Galaxy S3. Wenn man mal ein bisschen näher hinschaut, dann erkennt man doch schon ein paar Unterschiede. Aber im Großen und Ganzen ist Samsung seiner Designlinie erstmal treu geblieben. Wir gehen mal ein bisschen ums Gerät rum. Wir haben die Frontseite, wie gewohnt der Home-Button und der Menü-Button und der Zurück-Button. Da hat sich nichts geändert. Das Display ist allerdings ein bisschen größer geworden und löst jetzt in 1080p auf. Also man erkennt den Unterschied schon auf den ersten Blick. Die Farben wirken wesentlich schärfer und brillanter. Es macht einen schönen Eindruck. Also das Display ist überzeugt auf den ersten Blick. Und wir gehen mal ums Gerät rum. Der An-Aus-Knopf ist auf der rechten Seite geblieben. Auf der Rückseite haben wir die Kamera mit 13 Megapixeln und den Blitz, das Samsung-Logo und auf der Frontseite gibt es dann den Eingang für die Kopfhörer und auf der linken Seite haben wir den Volume Rocker. Auf der unteren Seite befindet sich der USB-Anschluss. Samsung hat sich beim Galaxy S4 eigentlich hauptsächlich auf die Software konzentriert, für die wir jetzt hier im Moment vor Ort leider keine Zeit haben werden. Also hier geht es erstmal um den ersten Eindruck, um die Hardware. Und der ist durchaus positiv, also im Vergleich zum S3 hat sich das durchaus verbessert. Aber man muss auch natürlich auch sagen, dass gerade im Vergleich zum HTC One verwendet Samsung natürlich doch wieder eine ganze Menge Plastik. Und natürlich macht der Alurahmen an der Seite, macht optisch, sieht er nicht schlecht aus. Aber von der Wertigkeit kommt es nicht an den HTC One ran, würde ich jetzt mal sagen. Das gefällt mir dann nochmal eine Ecke besser. Also wir haben jetzt hier auch nicht allzu viel Zeit, uns das Gerät anzuschauen. Das ist jetzt nur mein erster Eindruck. Und alles weitere erfahrt ihr dann bei uns im Blog und je nach Möglichkeit, natürlich auch wenn das Gerät bei uns zum Test eintrifft, werden wir darüber nochmal genauer berichten. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.